MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und weiter geht es im Euro Truck Simulator 2 und oh mein Gott, es ist so fucking lange her. Okay, wir sind gut im Arsch, sehe ich gerade. Wir sind auf dem Weg nach Grimsby zur Firma Tredax mit 20 Tonnen Eisverpackungen. Ist doch eine Hausnummer, oder? 20.000. Moment, wie war das? Hier war Fernlicht, wunderbar. So, ja, lange Zeit kam kein ETS 2. Eieieiei. Bevor die großartigen Fragen kommen sollten. Leute, es lag daran, dass ich einfach keine Zeit hatte. Und das muss einfach respektiert werden. Wer es nicht respektieren kann, dann kann ich auch für denjenigen nichts Gutes tun oder so. Das ist dann einfach so. Was soll ich anders machen, ne? So, auf jeden Fall sollte es jetzt wieder, wenn alles gut geht, betone ich dazu natürlich, wieder regelmäßig kommen. Ja, die vergangene Zeit ist relativ ruhig vergangen und eigentlich keine besonderen Vorkommnisse oder so. Und deshalb denke ich mal, dass euch ebenfalls allen gut geht. Unsere Tochter ist mittlerweile jetzt ein Jahr schon alt. Und ja, wir haben dann gefeiert gehabt und alles. Es war alles eigentlich ganz schön und wir haben es auch sehr genossen, das ganze Prozedere. Ja, wenn man so überlegt, dieses Jahr ist so verdammt schnell umgegangen, aber das habe ich ja schon mal erwähnt. Ein Jahr ist ja so gesehen mit Kind gar nichts. Ihr seid mittlerweile vielleicht 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oder weiß Gott wie alt. Vielleicht sind auch 60-Jährige dabei, ich weiß es nicht. Und dazu muss ich dann sagen, überlegt mal, wie schnell diese Zeit umgeht. Das ist unfassbar. Ihr seid so schnell erwachsen und das ist dann auch der Moment, wo die Eltern denken, Mann, wir werden alt. Es ist einfach so, ne? Aber da müssen wir als Eltern durch und deshalb chillen wir ein bisschen, ne? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ja doch, ich habe irgendwie keine Probleme oder so. Mir geht's eigentlich ganz gut. Alles ist in Ordnung, alles ist im grünen Bereich. Und ich habe mir einen neuen Rechner bestellt. Das wollte ich mal am Rande sagen. Der wird natürlich auch vorgestellt. Vielleicht mache ich auch ein Tutorial, wie ich den PC zusammenbaue oder so. Auf jeden Fall werdet ihr rechtzeitig informiert. Auf Facebook auf jeden Fall, wenn die Teile angekommen sind. Ich schätze mal, da die DHL ein bisschen langsam ist momentan, schätze ich mal, dass das so eine Woche noch dauert ungefähr. Aber dann gibt es die ersten Infos, die ersten Bilder und die ersten Videos zu den neuen Rechner auf meinem Kanal und auf meinem Zweitkanal natürlich. Oh! So. Ich wollte den Tempomat reinmachen, aber der Tempomat sagte mir, nein, das machst du nicht. So, soviel ich weiß, sind wir jetzt auf dem Weg Richtung England. War das richtig? Übers Meer nach Grimsby, genau. Vorbei kommen wir an Malmö. Und wenn Malmö erscheint, müsste auch Trelleborg da sein. Und da müssen wir ganz kurz raus. Da werden wir unseren LKW auch komplett reparieren. Achso, ich wollte nochmal gucken. Ich sollte doch ein gesundes Maß im Regen finden. Dann machen wir mal so. Das sieht doch nach einem gesunden Maß aus. Es könnte mal sein, dass es regnet, sollte aber nicht zu lange sein. Ich finde, das ist dann ein gesundes Maß. Oder? Ja, doch. Ja, auf Facebook hatte ich letztens die Umfrage gemacht, was so am Wochenende gezockt wird. Und es haben echt verdammt viele geantwortet, dass sie doch ETS 2 spielen. Unfassbar. Wahnsinn. Was ich gerne mal fragen würde, wie seid ihr darauf gekommen, ETS 2 zu spielen? Also, was war der Grund, euch ETS 2 zu kaufen? Oder euch überhaupt erstmal, wie seid ihr dazu gekommen, es euch im Gesamten erstmal anzuschauen?
Das würde mich interessieren. Viele haben es bestimmt irgendwo im Laden gesehen, dachten, oh, sieht nicht schlecht aus, gucke ich mal ein Video oder so auf YouTube und haben sich dann gesagt, cool, ich kaufe es mir. Vielleicht haben sich sogar eine aus dem Grund gekauft, also einige, weil ich es spiele, kann auch sein. Ich weiß es nicht, deshalb würde mich das echt brennend interessieren, wieso ihr euch ETS 2 gekauft habt. Also heute habe ich es. Ich habe zwar mein Trinken dran gedacht, physisch mitzunehmen. Oder mental, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich es nicht mitgenommen, super. Cool. Ich werde elendig verdursten. Ein Trucker ohne Trinken. Halten wir einfach mehr an, trinken wir ein bisschen davon, ne? Und die Nächte werden länger im Eurotruck. Boah, gleich nach der Stunde Aufnahme, Leute, gehe ich erstmal lecker kochen. Es gibt eine Bauernpfanne. Huch, meine Pedale sind nicht da, wo sie hingehören. So, es wird Bauernpfanne geben. Oh, total lecker. Ich liebe Bauernpfanne. Huch, das war ich nicht, auch wenn es sich nach einem Pups anhörte oder so. Auf jeden Fall gibt es lecker Bauernpfanne mit Kartoffeln, Paprika, Hackfleisch und so weiter. Freue ich mich jetzt gleich schon drauf. Das Schlimme ist, wenn man es schon macht, kriegt man ja immer mehr Hunger. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der behaupten kann, dass wenn man kocht, dass man immer mehr Hunger bekommt und dann natürlich auch immer mehr probiert. Ne? Vom Hackfleisch, was 500 Gramm war, ist dann vor allem nur noch 100 Gramm übrig oder so. Ah, hier war auch gerade die Wegbeschreibung nach Trelleborg. Nach Malmö fahren wir ja eh. Also an Malmö komplett vorbei. Jede Ausfahrt wird ignoriert, außer die letzte hier. Da fahren wir hier vorne raus, dann geht es hier rum und hier die Hauptstraße runter und dann sind wir in Trelleborg hier zum Reparieren. Ich gucke gerade mal zum Schlafen auch. Nein, 7 Stunden wäre die nächste Pause, das wäre Zeitverschwendung. Apropos Zeitverschwendung, ich habe jetzt gesehen, zum Thema Zeit. Ihr kennt doch bestimmt Zurück in die Zukunft. Das Hoverboard oder wie es auch immer heißt, was da zu sehen ist. Ich hasse es, nachts zu fahren, hey, da wird man müde. Auf jeden Fall, das, was da zu sehen ist, war ja immer fiktiv und war nie umrechnenbar. Jetzt, mittlerweile, hat Lexus ein funktionierendes Modell vorgestellt. Genau, Lexus, ein Autohersteller. Unfassbar. Das Ding ist auch noch cool. Die Schwebefähigkeit wird, vermute ich mal, so stand es zumindest auch drin, Thema Magnet, ne? Gegenseitige Magneten ziehen sich ja nicht an, sondern stoßen sich ja auch ab. Oder gleiche Magneten waren das. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Vielleicht wisst ihr die Antwort. Auf jeden Fall, ja, und so schwebt das Ding halt. Der Prototyp soll bald in einer Stadt eingesetzt werden, testweise, und ich hoffe einfach, dass es funktioniert. So, das bedeutet aber auch, dass das Gerät nur einsetzbar ist auf metallischen Untergründen. Ich sag mal so, meine Güte, so schlimm ist das jetzt nicht. Ne? Man könnte jetzt sagen, gut, wenn das in Serie gehen würde, dieses Board, unter anderem und auch noch erfolgreich in Serie gehen würde, ja, denken wir einfach mal so weiter. Moment. Dann könnte man ja schon eigentlich fast sagen, man geht in Richtung Auto. Und wenn das Auto dann schweben kann, auf metallischen Untergründen, dann müsste man eigentlich nur alle Straßen erneuern, indem man anstatt Asphalt, Asphalt mit Metall verbaut. Wäre jetzt so mein Vorschlag, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also es müsste ja eigentlich reichen, Metallanreicherungen in
hier in den Asphalt einzulassen. Ist zumindest meine Vermutung. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte kurz gucken, ob das irgendein schlimmes Nachspiel hatte. Was das hier lustig ist. Ich müsste jetzt, um wieder auf die richtige Autobahn zu kommen, diese ganzen markierten Kreisel fahren. Also hier wieder runter, in den nächsten wieder rauf, den hier links neben uns runter und dann sind wir erst wieder richtig. Auch nicht verkehrt, oder? So, ich fahre aber jetzt über Trelleborg. Da ich da eh hin wollte, wegen der Städteerkundung und so weiter. Dann fehlen uns, glaube ich, nämlich nur noch 3 Stück, wenn ich mich recht entsinne. Oder erinnere, ja. Rolling, 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 rolling. Ah, wir fahren da mit dem Scania-Anhänger. Genau, davon hatte ich ja noch ein Facebook-Foto gepostet. Ah, von hier aus können wir auch mit dem Schiff fahren, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe ein Auto mitgenommen. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal schon. Lol. Jetzt habe ich gesehen, dass ich hier rechts muss. Kann sich doch nicht frecherweise einfach auf den Zebrastreifen stellen. Was ist das für eine Art und Weise? Das ist gut, dass wir stehen. Dann kann ich in der Zeit... Ich habe hier so Display-Reinigungstücher. Die sind aber auch für alle Oberflächen geeignet. Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, in der Zeit kann ich ja mal das Lenkrad abstauben. Ich sehe es nämlich gerade, dass es wieder sehr staubig ist. Zeit sparen. Abstauben, wenn man an Ampeln wartet oder so. So, hier links. So. Einmal die Wartung. Boah. Teurer Spaß, hä? Motorisierung ab Level 8 war es, genau. Getriebe haben wir schon. Nein, das ist Motor, Entschuldigung. Es ist nicht verkehrt, um zu rüsten auf das nächst bessere Getriebe. So. 2 Sekunden, Leute. Ich mache das jetzt ganz kurz hier sauber, weil es stört mich. Haben wir hier nicht ein schönes Geräusch jetzt gerade? Das Wartegeräusch. Dim, 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 dim. Alles soweit sauber, außer einige Ecken und Kanten, an die man jetzt gerade nicht wirklich drankommt. Wusstet ihr, dass das